Hallo, schön euch alle zu sehen. Willkommen im Hörsaal 3. Foskes 2024. Der folgende Track befasst sich mit Beteiligungsmechanismen, Bürgerbeteiligungswerkzeugen und Tools. Und Dennis und Pascal von Dataport haben was Nettes entwickelt, das sie euch vorstellen möchten. Und das nennt sich Polar. Kriegen wir dann auch noch die Folie auf die? Ja, sehr schön. Gut. Dann soll es auch schon gleich mal losgehen. Vielen Dank. So, auch ein Moin Moin und herzlich willkommen von mir. Das ist mein Kollege Dennis, der da drüben steht. Mein Name ist Pascal Rölling. Wir sind Teil des Geoentwicklungsteams bei Dataport. Wir arbeiten unter anderem mit dem Masterportal, dem Masterportal Admin Tool, der Masterportal API und möchten euch heute einen auf der Masterportal API basierten Kartenbibliothek vorstellen, und zwar Polar. Ja, mit Polar sind wir letzten November Open Source gegangen auf GitHub. Aber um zu erklären, was Polar eigentlich ist, möchte ich über die Motivation gehen. Also welche Schmerzpunkte hatten wir denn eigentlich? Warum haben wir Polar entwickelt? Daraus sieht man auch, was es denn eigentlich sein soll. Und ein Fokus bei uns ist vor allem auch die Wiederverwendbarkeit. Wir haben bei der täglichen Arbeit gemerkt, immer wenn wir Kartenklienten entwickelt, haben wir auch wiederkehrende Anforderungen auf der einen Seite, andererseits aber auch ganz viele individuellen Wünsche. Und damit wir diese wiederkehrenden Entwicklungen nicht immer wieder machen müssen und dann an 20 Stellen sehr, sehr ähnliche Implementierungen haben, haben wir versucht, ein Muster zu finden, mit dem wir diese wiederkehrenden Teile ausgliedern können, wiederverwerten können und nur diese Individualbedürfnisse jedes Mal wieder aufs Neue erfüllen können. Eine weitere Motivation für uns ist es, programmatisch integrierbar zu sein. Das ist auch eine Abgrenzung zum Masterportal, das vielleicht viele kennen. Das Masterportal ist eher eine Standalone-Applikation, die für sich steht, aber keinen außenliegenden Prozess mehr hat. Und Polar ist dafür da, dass wenn ich irgendeinen Prozess habe, zum Beispiel ein Antrags- und Fallmanagement, in dem ich irgendetwas beantragen möchte als Bürger, und jetzt muss der Bürger aber eine Koordinate irgendwie reinkriegen zum Beispiel oder will eine Adresse suchen oder was zeichnen oder wie auch immer. Das wird aber im nachgelagerten Prozess noch gebraucht. Dann sind wir quasi die richtige Sache. Und dadurch, dass wir die immer wiederkehrenden Dinge auslagern und wiederverwendbar machen, können wir auch die Best Practices fürs Web nach und nach immer wieder verbessern. Zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass ein neues Paket AllDescribeBy hier auch noch vorgestellt wird auf der Foskes. Und dadurch, dass wir uns das jetzt angucken, quasi in den Core verbauen und dann in all unseren Kartenklienten mit ausliefern können, haben wir gleich bei 20 Leuten das mit rein verbaut und können überall von anderen Paketen auch wieder profitieren. Ja, wie haben wir denn jetzt dieses Spannungsfeld gelöst? Dazu möchte ich einmal über die Softwarearchitektur gehen. Und das, was wir am Ende immer produzieren wollen oder haben wollen, ist oben links der Client. Also Client als Stück Software, das ich instanzieren kann, für ein paar Funktionen aus, dann habe ich meine Karte. Und das bauen wir folgendermaßen zusammen. Und zwar haben wir unten links erstmal den Core. Im Core haben wir das drin, was wir sowieso in jeder Karte brauchen. Da ist erstmal über die Masterportal API Open Layers mit drin. Dann haben wir eine Datenhaltungsschicht, dann haben wir eine Internationalisierung, dann haben wir Vue und Vuetify als Frontend-Bibliothek ausgesucht. Neben dem Core gibt es noch ein paar kleinere Libraries und dann halt die Plugins, die ein ganz zentrales Thema sind, wo wir dann die immer wieder in immer neuen Konstellationen gebrauchten Features unterbringen können. Wenn wir die alle zusammentun in den Klienten, können wir im Klienten selbst noch ein bisschen Individualsoftware programmieren, um zum Beispiel exotische Backends, Sachen, die ich halt nur einmal brauche, einmal auch nur zu implementieren. Wenn ich mir jetzt so einen Klienten linker Hand gebaut habe aus dem Core, den Plugins, vielleicht ein bisschen Individualcode ist optional, gibt es da drin auch so eine grundlegende Default-Config. Aber ich will ja einen Klienten vielleicht nicht nur einmal laufen lassen, sondern ich weiß, ich habe 20 Prozesse, da brauche ich immer wieder einen sehr, sehr ähnlichen Klienten. Deswegen, bevor ich diesen Klienten dann instanzieren kann, schmeiße ich einmal eine Config-Überschreibung drauf und ein Service-Register. Beim Service-Register orientieren wir uns komplett am Masterportal. Wir bauen ja auch auf der Masterportal-API auf. Das ist ein gemeinsames Paket, das Masterportal und Polar beide nutzen. Und das heißt, wenn ich ein Masterportal habe zum Beispiel, dann kann ich auch einfach das Service-Register aus dem auch für Polar verwenden. Diese Dinge zusammengebaut ergeben dann meine Instanz, von denen ich mir viele machen kann. Wie sieht das denn aus im praktischen Betrieb? Wenn ich jetzt eine webbasierte Applikation habe, und es ist egal, was für eine. Vielleicht hatte ich vorher schon einen Prozess, da kommt jetzt irgendeine Geo-Anforderung dazu. Oder ich baue einen neuen auf, ist auch egal, welches Framework. Kann ich jetzt im JavaScript einfach Polar-Klienten erstellen.
Dann kommt so ein Loop oben, wo es einmal immer wieder rumgeht. Der Nutzer interagiert irgendwie mit der Karte. Der will vielleicht eine Adresse suchen, der will vielleicht ein Flurstück finden, der will vielleicht irgendeine Geometrie mitteilen, was reinzeichnen, irgendwo einen Pin einfach nur setzen im leichtesten Fall. So, aber jetzt ist es in der Karte. Und damit es auch in den Prozess wieder zurückgeht, haben wir dafür gesorgt, dass alle Inhalte, die in der Karte angezeigt werden, auch direkt subscribed werden können. Das heißt, immer dann, wenn irgendwas in der Karte passiert, kann auch eine nachgelagerte Funktion quasi als Callback aufgerufen werden. Und wir geben die Koordinate, die Adresse, die Zeichnung, was auch immer, zurück an den Prozess, der dann damit machen kann, was er eben damit machen muss. Dabei greift der Kartenklient einerseits auf dezentrale Geodateninfrastrukturen zurück, so wie beim Masterportal. Und andererseits gibt es eben auch diese individuellen Backends, die ich über Individuallösungen hinzuprogrammiert habe. Ja, das sah jetzt vielleicht im Schnelldurchlauf für manche so aus. Deswegen haben wir uns noch eine alternative Darstellung überlegt, anhand derer man das ein bisschen reduzierter erkennen kann. Und zentral sind bei uns die drei Schritte rechter Hand. Also in Schritt 1, ich nehme den Core, ich nehme meine Plugins, irgendwelche Libraries, vielleicht ein bisschen Sondercode, falls ich welchen brauche, ist optional. Dann habe ich meinen Klienten. In Schritt 2 schmeiße ich den Klienten mit einem Service-Register, wo meine verschiedenen OGC-Dienste definiert sind, und einer Konfigurationsdatei zusammen und habe eine Instanz. Und die muss ich nur noch auf einen Webserver legen und dann geht das los. Und dabei sind wir völlig unabhängig davon, was eigentlich die Umgebung nutzt. Also völlig egal, welchen Tech-Stack man hat. Solange am Ende ein Browser steht, kann man auch Polar einsetzen. Dabei kann man Schritt 1 tatsächlich auch überspringen und direkt sagen, ja, mein Ansatz ist hinreichend generisch. Ich möchte einen generischen Klienten haben. Ich habe keine individuellen Backends. Gib mir das einfache Ding. Dann haben wir etwas, das Pascal gleich vorstellen wird. Dankeschön. Genau. Wir wollen jetzt einmal uns an einem Beispiel angucken, wie man den Polar heute nutzen kann. Wir möchten jetzt einen Klienten bauen, der in Hamburg ist. Wir möchten die Möglichkeit haben, eine Adresse suchen zu können. Wir möchten die Möglichkeit haben, eine Markierung in der Karte zu setzen. Aus der Markierung möchten wir auch eine Adresse generieren können. Und gleichermaßen soll, wenn eine Adresse gesucht worden ist, auch ein PIN in der Karte gezeigt werden. Dafür nutzen wir den von uns verfügungsgestellten Klienten Polar Client Generic und davon die aktuellste Version. Der Klient liefert einmal eine einfache Funktion aus, mit welcher wir quasi die Karte instanzieren können. Um im HTML quasi nun einmal den Klienten zu nutzen, müssen wir nur einen Container nutzen, dem eine ID geben, den wir auch dem Funktionsaufruf übergeben. Wie Dennis schon erwähnt hat, können wir in der Situation einen Service-Register hinzufügen. Da wir einen Dienst jetzt für eine Karte für Hamburg erstellen wollen, können wir nun einfach das Hamburger Service-Register nutzen, welches auch im Masterportal Verwendung findet. Der Einfachheit halber fügen wir jetzt hier nur einen einfachen Hintergrund-Layer hinzu und stellen ihn auch sichtbar. Fokussieren wir uns jetzt mal nur auf die CreateMap-Funktion. Der generische Klient hat einmal die Besonderheit, dass wir alle 17 Plugins, die wir uns bereits zur Verfügung stellen, nutzen können und sie einfach mit der Einfachheit halber durch Angabe und im nächsten Schritt auch durch Konfiguration angeben können. Damit wir eine Adresse suchen können, nutzen wir einmal noch das Address Search Plugin. Damit wir eine Markierung setzen können, nutzen wir das Pins Plugin. Und um gleichermaßen halt aus einer Position eine Adresse zu generieren, nutzen wir das Reverse Geocoder. Damit man auch die Möglichkeit hat, Ladeanimationen anzuzeigen, haben wir noch ein weiteres Plugin, was relativ klein ist. Das nennt sich Loading Indicator. Schauen wir mal jetzt ganz genau auf die Konfiguration. Wenn ein Plugin eine UI-Komponente besitzt, dann müssen wir angeben, dass es halt auch sichtbar ist. Das hat den Hintergrund, dass man auch Plugins einfach definieren kann, um die programmatische Schnittstelle zu nutzen und seine eigene UI zu nutzen. Man kann sich vorstellen, man möchte nur die Suchfunktionalitäten von Polar nutzen, aber seine eigene UI haben. Das kann in der Karte sein oder außerhalb. Da die Konfiguration von Loading Indicator nun schon fertig ist, können wir halt durch die Plugin-Architektur jetzt die Informationen in den anderen Plugins angeben. Hier kann man sich auch vorstellen, man muss jetzt nicht den Loading-Indikator von Polar nutzen. Man kann auch seinen eigenen nutzen, der von außerhalb kommt. Das ist komplett konfigurativ und frei wählbar. Wenn wir nun weiter auf die Konfiguration der Adresssuche eingehen, wollen wir in der Situation jetzt, weil wir Adressen durchsuchen wollen, einen Gazetteer von Hamburg nutzen. Die Implementierung dafür, wie das konkret funktioniert, ist in der Masterportal API. Und dann sind wir fast schon fertig mit der Suche.
Im nächsten Schritt wollen wir halt noch die Möglichkeit haben, halt die Markierung zu setzen als Bin. Hier vergeben wir an, dass wir halt einmal bis zum Zoom-Level gehen können. Das wird dann halt eine Zoom-Stufe sein, die 7 ist. Und wir wollen auch die Möglichkeit haben, dass der Pin nachträglich sich bewegen kann. Gleichermaßen sieht man hier erneut halt die Verbindung, dass wir halt aus der Koordinate des Pins auch der Rest direkt in die Adresse übertragen können, beziehungsweise andersrum. Um aus einer Koordinate eine Adresse zu generieren, benötigen wir ein WPS. Wir stellen jetzt eine Karte für Hamburg, also nutzen wir den Hamburger Dienst. Gleichermaßen geben wir hier erneut an, bis zu welcher Zoom-Stufe wir haben möchten. Das kann man aber auch in beiden Plugins weglassen, weil wir haben auch Standardwerte dafür. Um erneut hier einmal die Verbindung zu sehen. Wir haben halt auf der einen Seite, nehmen wir halt als Koordinatengrundlage die Information aus dem Pins-Plugin und als Ziel der Adresse geben wir das dann in der Adresssuche ein. Das war jetzt alles sehr viel Code. Das können wir uns natürlich auch jetzt einmal direkt angucken, wie das halt aussieht konkret. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf der GitHub.io-Seite von Polar und das ist im Prinzip das, was wir gerade in kurzer Zeit einmal geschrieben haben, direkt live online. Wir können jetzt hier einmal die Möglichkeit haben, dass wir irgendeine beliebige Adresse in Hamburg eingeben und bekommen hier direkt Ergebnisse. Die können wir auswählen und haben hier direkt die Adresse. Wir können auch natürlich den Pin bewegen. Die Adresse aktualisiert sich. Wir können aber auch an eine andere Stelle einfach den Pin neu setzen und sind fertig. Hier auf der Seite sind noch Beispiele für alle 17 Plugins, die wir haben. Aber der Zeitgründen mäßig gehen wir jetzt nicht darauf ein und lassen es bei der Situation beim einfachen Beispiel. Als weiteres Beispiel, was man in vielen verschiedenen Antragssystemen besitzt, ist bereits auch Polar vorhanden. Und das ist halt der Kern von Polar. Man hat die Integration in ein vorhandenes System und möchte die Information aus der Karte halt nutzen. Hier in dem Fall haben wir halt die Auskunft für den Boden- und Altlastenkataster aus Schleswig-Holstein und müssen ein Flurstück auswählen. Bedeutet effektiv, wir können hier in die Karte reinzoomen, Informationen für Kiel bekommen, ein Flurstück wurde ausgewählt. Und wenn wir auf der Seite runterscrollen, finden wir die Informationen direkt in der umliegenden Seite. Unser Hauptmerkmal mit Polar ist halt die Integration in eine fremde Seite, dass man die Informationen aus der Karte rausnehmen kann. Prozesse können aber auch andere sein. Wir haben auch ein Kontrastprogramm quasi. Und das ist der Melde mich in Hamburg. Das ist ein Werkzeug, mit welchen Bürger Schäden in Hamburg melden können, welche dann von den zuständigen Behörden bearbeitet werden. Wir können jetzt hier auch einmal ganz konkret schauen. Wir befinden uns gerade in Harburg an der Technischen Uni, finden hier am Irrgarten 4 eine Meldung von einem Schlagloch. Falls sich heute Morgen jemand das gesehen hat und sich darüber geärgert hat, keine Sorge, es wurde am 2.3. gemeldet, bereits von der zuständigen Behörde bearbeitet und wird hoffentlich zeitnah beseitigt. Das ist jetzt nur ein sehr kleiner Ausschnitt gewesen von den gesamten Informationen, die man mit Polar machen kann. Aber ich danke euch schon mal für eure Aufmerksamkeit. Begebe noch mal kurz an Dennis. Ja, genau. Und wer sich alle unsere Plugins einmal anschauen möchte, der kann diesen QR-Code scannen, um auf unsere Demo-Seite zu kommen. Da sind noch einige andere Beispiele, wie auch das Gezeigte, aufgeführt. Unten links haben wir noch mal den Link zu unserem GitHub der Vollständigkeit halber. Lasst uns gerne ein Sternchen da. Und wenn ihr Polar nutzen wollt, weitere Plugins schreiben, contributen wollt oder auch sonstige Fragen habt, meldet euch gerne bei unserem Funktionspostfach dataportpolarsupport@dataport.de. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für den sehr informativen Vortrag. Kurze organisatorische Meldung. Der nächste Vortrag wird vermutlich ausfallen. Wir hätten jetzt also noch ein bisschen mehr Zeit für Fragen und Demo-Session. Für Fragen im Raum bitte ich um Handzeichen. Für Fragen aus den Streams zu Hause bitte um Fragen in die Formulare. Wer hier im Raum nicht die Hand heben möchte, kann auch die QR-Codes links, rechts abscannen und seine Frage vollkommen anonym formulieren und ich würde die dann vorlesen. Genau. Jo. Eine Anmerkung. Der nächste Vortrag ist hier. Oder?
18, 15. Aber klar, dann können wir noch ein bisschen was zeigen. Genau, wenn wir uns jetzt, melde mich hier nicht weiter angucken, sondern konkret hier auf der Polarseite, haben wir uns jetzt einmal eine Konfiguration angeguckt, wo wir, wie gesagt, die Adresssuche, Reverse Geocoder, Pins und Loading-Indikator haben. Wenn wir jetzt einfach nur zum nächsten gehen, ein weiterer Standardfall, den man haben könnte, ist auch die Möglichkeit, etwas an der Karte zu zeichnen. Hier haben wir einmal exemplarisch, was man vorangehend gezeichnet hat. Das kann man natürlich jetzt auch mit weiteren Features hinzufügen. Man kann die natürlich auch selbstverständlich bearbeiten. Und wenn man sie in der Situation nicht braucht, auch löschen. Hier in dem Beispiel ist auch zusätzlich noch die Möglichkeit, die aktuellen Kartenausschnitte zu exportieren. Bekommt man einmal die Info. Und wenn man jetzt hier auf der Seite runterscrollt, sieht man bereits das Bild der Karte. Das ist einfach ein PNG-Bild. Man hat auch die Möglichkeit, das als PDF zu exportieren. Da sind viele Möglichkeiten offen. Genau. Was natürlich, man hat meistens ja nicht nur einen Hintergrund oder nur einen Feature-Layer, manchmal hat man halt auch große Applikationen, selbst in einem kleinen Rahmen, wo man die Möglichkeit haben soll, auch die verschiedenen Layer auszuwählen. Hier hat man beispielsweise auch die Möglichkeit, mit einem eigenen Plugin den Layer-Chooser zu haben. Man kann halt zwischen der Hintergrund und Karte, in dem Fall zwischen grau und farbig wählen, aber man kann auch die Grundwasserlevel, die man halt von dem Feature-Layer hat, auch unterschiedlich auswählen oder beide natürlich auch auswählen. Was noch ein Standardfall ist, den man oftmals auch mit beachten muss, sind natürlich die Attributions für die einzelnen Layer. Dafür gibt es auch noch ein extra Plugin, um die halt für die Layer einzeln anzuzeigen. Hier sieht man auch bereits, man kann auch weitere Sachen außer zu den Layern hinzufügen, dass man halt auch weitere Informationen generell für die Seite anzeigt. Eine Legende ist natürlich auch möglich. Das sind einfach die Informationen, die dann aus dem Feature Layer stammen oder aus dem Hintergrund Layer und die werden dann hier einfach zusätzlich angezeigt. In so einer Line-Karte sind natürlich die Informationen immer sehr gepresst, aber das sind auch Sachen, die man natürlich hier erhalten kann. So, ich mache jetzt mal den Signal Angel. Es gibt eine Frage aus dem Internet und zwar, kann Polar eine Geodatenerfassungsoberfläche in einem Masterportal bilden? Polar und Masterportal sind zwei Produkte. Sie arbeiten beide basierend auf derselben Bibliothek der Masterportal API. Bedeutet, wenn man eine Ganzseitenapplikation benötigt, nutzt man meistens das meistens Masterportal. Wenn man eine integrative Lösung sucht, wo halt die Karte in einer anderen Seite eingebunden ist, könnte man Polar nutzen. Wobei es ja nicht auszuschließen wäre, es ist nur eine wilde Idee. Also man kann ja im Masterportal Add-ons schreiben. Und da könnte man auch Polar drin verwenden. Polar ist einfach ein NPM-Paket fürs Frontend. Das kann ich mir jederzeit runterladen, einfach benutzen. Wir haben kein Backend, wir nehmen einfach die dezentrale Geodateninfrastruktur. Kann man also überall reinbauen, wo man möchte im Grunde. Ich will nur fragen, Open Source und Lizenz. Mikro bitte. Mikro nochmal. Ich will nur fragen, Open Source und ist das Projekt und Lizenz? Was sind da sagen Sie bitte, Lizenzen und ist das Projekt Open Source? Genau, das Projekt ist Open Source, das befindet sich auf GitHub. Der Link, den man jetzt hier auf der Folie gerade nicht sieht, sondern wenn ich jetzt hier das habe, der QR-Code führt einmal zur GitHub.io-Seite und links unten haben wir einmal den Link zum Repo. Die Lizenz, die wir nutzen, ist die EUPL 1.2. So, jetzt kommen die Fragen alle reingepurzelt auf einmal. Wie profitiert Polar von dem MP-Core, von dem Masterportal-Core? Also den Masterportal-Core nutzen wir nicht, sondern zumindest nicht, wenn das gemeint ist, was ich denke. Es gibt ja im Masterportal quasi einen Ordner, der heißt Core, da sind viele Funktionalitäten drin. Es gibt im Masterportal aber auch ein NPM-Paket Masterportal-API, das ist in einem separaten Repo. Und da sind sehr viele Features, die grundlegend sind für das Einlesen des Service-Registers zum Beispiel, schon enthalten. Und das nutzen wir. Und wenn wir etwas haben, was so grundlegend ist, dass es dort reingehört, würden wir es dort auch hin implementieren. Ja, gehen wir gleich weiter. Letzte Frage.
Und zwar die genannten Motivationen wie Mobile-Fähigkeit, Barrierefreiheit, aber auch die Integrierbarkeit klingen sinnvoll fürs Masterportal. Soll Polar dauerhaft ein eigener Client bleiben oder sollen die entwickelten Vorteile zurückfließen ins Masterportal? Ja, das wird schwer, das rückfließen zu lassen, weil wir eben technologisch leicht andere Entscheidungen getroffen haben und einfach eine andere grundlegende Architektur haben. Also vielleicht könnte man sowas wie einen Adapter schreiben. Man kann ja Masterportal Add-ons nehmen und da könnte man den Polar Plugins wiederum reinstecken. Das ist theoretisch denkbar, aber es gibt dazu keine Pläne. So, vielen Dank an die Vortragenden. Sehr spannendes Projekt und Client und Core und Pakete. Der nächste Talk um 17 Uhr, DIPAS, digitale Bürgerbeteiligung und Open Source. Gut, vielen Dank.